Also als ich diese kleinen Teile, die sehen ja im Prinzip aus wie so kleine Hauspantöffelchen für Schlümpfe. Hallo, Hallöchen und herzlich willkommen hier im Schick und bald noch viel schöner Bereich. Es ist wundervoll, dass ihr alle wieder dabei seid. Was sehen wir heute alle gut aus? I mean, look at us. Wir verbringen jetzt die nächsten Minütchen wieder mit einem schönen Schick und schön Video. Ich würde sagen, wir starten direkt rein. Ah nee, vorher wärmen wir uns noch einmal auf mit Kanal abonnieren, Daumen hoch und Glöckchen aktivieren. Und jetzt sind wir bereit für die wilde Fahrt. Im Video heute erkläre ich euch den Unterschied zwischen Setting, Fixing und Finishing Powder. Und auch wenn das alles immer so ein ganz kleines bisschen in der Drogerie oder der Parfümerie ineinander fusioniert und ein bisschen verwirrend ist, gibt es tatsächlich signifikante Unterschiede. Und es kommt darauf an, dass ihr den richtigen Puder an den richtigen Ort zur richtigen Zeit und so weiter platziert. Das erkläre ich euch jetzt alles und es gibt sogar einen Chemieversuch, nur in cool, also nicht wie früher in der Schule. Wir starten. Damit das jetzt hier keine Nummer in Spielfilmlänge wird, steige ich ganz kurz nochmal vorab ein. Ihr könnt natürlich sowohl ein Setting, Fixing oder auch Finishing Powder auch ohne Foundation drunter auftragen, wenn ihr euch einfach abmattieren wollt. Weil im Prinzip ist Puder ja in erster Linie dazu da, dass unsere Haut an den Stellen an Glanz verliert und leicht abmattiert, wo sie uns vielleicht zu stark glänzt. In der T-Zone, vielleicht auch im ganzen Gesicht, vielleicht auch mal nur so oberhalb der Augenbrauen an den Schläfen. Wo auch immer das ist, ihr könnt Puder auch komplett ohne Foundation platzieren. Wenn ihr eine Foundation aufbauen wollt im Vorfeld, dann rate ich euch einfach zu einer guten Feuchtigkeitspflege, die schnell in eure Haut einzieht, kombiniert mit einem leichten Make-up, dann ein bisschen vielleicht noch Concealer auftragen, gleicht euren Hautton an und dann können wir auch mit dem Puder loslegen. Aber wie auch immer eure Schritte im Vorfeld sind, ob ihr jetzt einen Primer, nur eine Feuchtigkeit oder was auch immer ihr auftragen wollt, wir starten in diesem Video jetzt von der Base ausgehen. Das heißt, es ist schon alles erledigt. Falls ihr wissen wollt, wie ihr eine Foundation gut aufbauen könnt, wie ihr eure Foundation aussuchen könnt, dann habe ich dazu einige Videos gedreht, die ihr in meinem Kanal finden könnt. Wir steigen mit Setting Powder ein, weil das im Prinzip so ein bisschen was wie ein Zwischenschritt ist. Setting Powder wird auch oft als Fixing Powder bezeichnet, wobei es da noch mal ein paar Abstufungen gibt, aber wir wollen jetzt hier nicht zu tief in die Materie einsteigen. Setting Powder gibt es in verschiedenen Formen. Das gibt es gepresst, das gibt es lose. Ich persönlich empfehle auch lose an dieser Stelle, weil ein gepresstes Puder sich immer oben verschließen kann. Je nachdem, wie reichhaltig eure Foundation ist, kann es passieren, dass es dann so einen Film bildet und das ist nicht so schön. Deswegen immer mit einem sauberen Pinsel in ein loses Setting Powder gehen. Setting Powder gibt es auch, wie ich schon gesagt habe, in verschiedenen Pigmentierungen, aber da geht es nicht darum, dass ihr irgendeine Farbe auf euer Gesicht bekommt oder irgendeinen Teint zaubert, wie zum Beispiel beim Bronzer, sondern es geht wirklich nur ums Abmattieren und es ist im Prinzip der Schritt, nachdem ihr eure Foundation, euren Concealer und alles aufgetragen habt, nehmt ihr das Setting Powder, gebt es auf euer Gesicht und könnt dann mit Pudertexturen weitermachen. Das ist auch der Grund, warum es sich hervorragend eignet, um den Concealer abzumattieren oder auch den Eyeshadow Primer nochmal so ein ganz kleines bisschen abzumattieren, wenn ihr dann mit einer Pudertextur draufgehen wollt. Das ist im Prinzip wie das Komma im Satz. Es findet danach noch etwas statt. Es ist nicht das Ende vom Make-up. Deswegen sperre ich mich auch so ein ganz kleines bisschen gegen den Ausdruck Fixing Powder, weil Fixing ist für mich so ein das, was ganz am Ende kommt, aber Setting Powder sagt so, kurzer Stopp, wir machen jetzt gleich weiter und da kommt eben das Setting Powder. Setting Powder könnt ihr auch hervorragend einfach nehmen, wenn ihr am Tag ein bisschen glänzt und nochmal nachpudern wollt. Das heißt, es muss nicht immer als Zwischenschritt stattfinden. Ihr könnt sehr wohl auch ganz am Ende nochmal damit abmattieren. Aber ursprünglich wurde es eben dafür eingeführt, dass man nicht immer mit diesem Kompakt-Make-up arbeiten muss. Bitte verwechselt euer Setting Powder nicht mit dem Kompaktpuder oder mit der Puder Foundation. Das sind sehr hochpigmentierte Pudertexturen, die eine Foundation komplett ersetzen. Das heißt, da geht ihr über euer Gesicht und könnt damit wirklich einen foundationartigen, Hautton angleichenden Effekt erzeugen. Das könnt ihr mit dem Setting Powder nicht. Das Setting Powder kommt, wie gesagt, als Zwischenschritt oder ganz am Ende, um nochmal so ein bisschen den Glanz zu reduzieren. Ihr könnt es auch ganz toll tagsüber mitnehmen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ich möchte gerne irgendwie nochmal nachpudern, habe ich das in der Tasche dabei und frische mein Make-up so ein bisschen damit auf. Aber bitte nicht mit dem normalen pigmentierten Puder verwechseln, weil das ist tatsächlich, das hat eine Schwester im Unglück. Wenn ihr euch nämlich damit zu oft abmattiert, dann seht ihr am Ende aus wie ein archäologisches Fundstück.
Es ist vollkommen egal, für welche Art von Setting Powder ihr euch entscheidet, ob der jetzt gepresst ist oder lose ist. Das ist euch und eurem Geschmack vollkommen selbst überlassen. Es gibt drei Arten, den aufzutragen. Ich kann nur noch mal wiederholen, dass ich losen Setting Powder sehr viel besser finde, weil ihr sehr viel besser damit arbeiten könnt. Die erste Art ist, dass ihr das mit dem Pinsel aufnehmt und mit so einer drehenden Bewegung in den Pinsel rein manövriert. Das hat den Vorteil, dass der Pinsel im Prinzip wie so ein kleiner Speicher ist, in dem dann der Puder gespeichert ist, und dann könnt ihr den wirklich nach und nach, wenn ihr ihn noch mal so ein bisschen abgeklopft habt, könnt ihr den wirklich so mit tupfenden Bewegungen auf euer Gesicht geben und damit alles schön verbinden. Und jetzt nehmen eben diese Puderpartikel, nehmen überschüssiges Fett oder überschüssigen Glanz auf. Wichtig, bitte tupfen, nicht wischen, sonst wischt ihr euch direkt irgendwie die schöne Foundation, die ihr gerade so liebevoll aufgetragen habt, wischt ihr euch dann gleich wieder runter. Deswegen immer tupfen, auch wenn ihr mit dem Pinsel arbeitet. Die zweite Art funktioniert mit einem Beauty Blender oder Make-up-Schwämmchen. Nehmt mit dem Schwämmchen einfach euren Puder auf und geht dann nochmal so ganz kurz auf den Handrücken und jetzt auch wieder einfach auftupfen und in eure Haut arbeiten. Der Vorteil, den viele Menschen beim Beauty Blender so sehen, ist, dass ihr dann natürlich zwei Seiten habt. Das heißt, ihr könnt nochmal gezielter da in die Ecken gehen. Kann ich jetzt widerlegen, als Make-up-Artist habe ich ursprünglich auf Quaste gelernt. Das heißt, wir haben tatsächlich das Abpudern immer mit der Puderquaste gemacht und die kann man auch sehr schön falten. Das zeige ich euch jetzt kurz. Das hier ist so eine absolut klassische Puderquaste, wie sie auch echt ganz günstig, könnt ihr die bestellen. Und die könnt ihr so klein und so punktuell zusammenfalten, dass ihr da wirklich in jede Ecke kommt. Ihr geht auch wieder in den Puder und dann rollt ihr das so auf dem Handrücken ab und danach rollt ihr das einfach so auf euer Gesicht drauf. Und ihr werdet sehen, dass ihr allein auch schon durch die Beschaffenheit von der Puderquaste kriegt ihr so ein wunderschön samtig, seidiges Finish. Natürlich nimmt auch die Puderquaste nochmal zusätzlich Öle auf. Das heißt, die wirkt ja auch ein bisschen saugend, gibt aber den Puder gleichzeitig an eure Haut ab. Und das ist wirklich für mich tatsächlich die schönste Form, weil ich ganz, ganz großflächig arbeiten kann, aber bei Bedarf auch wirklich so ganz punktuell und klein und in jede Ecke hier reinkomme. An dieser Stelle möchte ich trotzdem schon mal ein Fazit für den Setting Powder abgeben. Ich persönlich arbeite weder bei Models noch bei Celebrities noch bei mir selber wahnsinnig gerne mit Puder. Ich sage euch auch warum. Puder wirkt natürlich im ersten Moment, sieht das sehr samtig aus und das ist wunderschön. Und es macht eine perfekte Haut vermeintlich. Aber Setting Powder hat eben auch so ein ganz kleines, der kann so eine Amplitude nach unten bilden. Der addiert sich nämlich auf der Haut auf. Das heißt, wenn ihr einen Setting Powder nehmt und den immer wieder auf eure Haut gebt, dann habt ihr auch so ein ganz kleines bisschen den negativen Effekt, dass die Haut mit der Zeit ein bisschen staubig wirkt oder die Foundation sich darunter ein bisschen verändert oder ihr vielleicht auch 5 Jahre älter ausseht, als die Geburtstagskerzen auf eurer Torte versprechen oder der Personalausweis es sagt. Das heißt, ihr müsst da wirklich ganz, ganz vorsichtig mit sein. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr eine trockene Haut habt, das Make-up-Schwämmchen einmal nass machen, bevor ihr in den Puder geht, dass ihr ein bisschen Feuchtigkeit noch in dieses System einschleust oder danach nochmal ein Feuchtigkeitsspray drüber gebt. Aber es kann passieren, dass der Puder eurer Haut auch ein bisschen Feuchtigkeit entzieht und zwar obenrum. Sieht das zwar dann schön samtig aus, aber in der Tiefe fehlt der Haut ein bisschen was. Und das ist genau dann das Problem, warum die Haut auch ein bisschen trockener aussieht und nicht mehr ganz so schön. Ich würde an dieser Stelle euch eher zu anderen Abmattierungsmöglichkeiten raten und die stelle ich euch jetzt vor. Besonders bei einer Mischhaut, das ist tatsächlich ein Trugschluss, eine Mischhaut versucht nämlich, die Haut zu befeuchten. Das ist der Grund, warum die eben glänzt, weil ihr eigentlich Feuchtigkeit fehlt und dann denkt sich die Haut so, dann mache ich doch selber kurz eine Feuchtigkeitscreme. Und die Feuchtigkeitscreme, die die Haut produziert, die ist wack. Die würde niemand von uns in Fläschchen abfüllen. Die glänzt einfach nur unschön in der Gesichtsmitte rum. Und wenn ihr da jetzt Puder drauf gebt, dann denkt sich die Haut so, da war noch nicht genug Feuchtigkeitscreme, ich mache noch mehr. Es kann sogar passieren, dass bei einer Mischhaut ihr tendenziell immer mehr und mehr und mehr glänzt, je mehr Puder ihr da drauf macht. Und das ist kontraindikativ. Und hier sind 3 Möglichkeiten, wie ihr eure Haut abmattieren könnt, ganz ohne Setting Powder. Das eine ist dieser Roll-On, das ist wie so ein kleiner Deo-Roller. Da ist ein Vulkanstein drin und wenn ihr damit über die T-Zone rollt, nimmt dieses Vulkangestein den kompletten Glanz auf.
Ihr könnt abends dann durch eine Drehbewegung dieses Kügelchen hier rausholen, wascht das einfach unter fließendem Wasser ab, dann sagt der Vulkan, hey, reset baby, I'm good to go again. Dann könnt ihr das am nächsten Tag, wenn es getrocknet ist, wieder zusammenbasteln und in die Handtasche machen und euch wieder den Glanz wegrollen. Es ist eine nachhaltigere Methode, weil ihr den Glanz wegnehmt und nicht abmattiert. Ihr packt also keine weitere Schicht auf eure Haut drauf. Die zweite Möglichkeit sind die Good Old Blotting Papers. Das ist ein Papier, was so ein ganz kleines bisschen, ja im Prinzip wie Löschpapier für die Haut ist. Könnt ihr aus der Verpackung nehmen und auf eure glänzende T-Zone tupfen. Auch das nimmt den Glanz weg. Auch das funktioniert bestens. Auch das funktioniert sehr viel nachhaltiger. Und wenn ihr jetzt sagt, Anschaffungen, extra Anschaffungen, sind nicht so mein Ding. Ich möchte das einfach mit einem Tempo, mit einem Kleenex, mit einem Ceva, mit einem was auch immer, was ich sowieso zu Hause habe, machen. Dann faltet ihr das einfach und könnt auch so super den überschüssigen Glanz einfach absaugen. Das Ding ist, dass ihr mit diesen Tupfbewegungen dann auch wieder eure Foundation und wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Schicht Setting Powder drüber gemacht habt, dann ist das total in Ordnung. Aber ich würde eben dieses Dauerbefeuern von Puder, davon würde ich einfach abraten. Und dann könnt ihr damit den Glanz abnehmen und die Foundation und den Setting Powder neu verbinden. Danach sieht eure Haut super frisch aus. Ich finde es sehr empfehlenswert. Ist auch etwas, wie ich als Make-up-Artistin immer gearbeitet habe oder auch heutzutage noch arbeite, dass ich den Glanz eher weggenommen habe, als ihn so zurückzudrängen mit Puder. Aber ganz ohne Puder geht es natürlich in dieser Welt nicht. Und das habe ich natürlich euch schon an der Nasenspitze angesehen, dass ihr natürlich jetzt wissen wollt, okay, aber Setting Powder, ich dachte, ohne das, also in all den YouTube-Videos, da ballern die sich das doch immer 13 Schichtenweise aufs Gesicht. Was mache ich denn jetzt? Hold it! Hier kommt die Lösung. Und die Lösung hört auf den wunderbaren Namen Finishing Powder. Das ist nämlich tatsächlich so, ich persönlich nenne es Fixing Powder. Ich weiß, es ist ein riesengroßes Durcheinander, Setting Powder, Fixing Powder. Setting Powder und Fixing Powder gehören zu der Familie, die ich euch gerade vorgestellt habe, per Definition. Das heißt, es ist ein Puder, was mattiert, was aber das Make-up nicht, also es hat keinen wirklichen Effekt im Sinne von verschönernd. Es mattiert einfach nur ab. Und dadurch kann das Make-up auch zusätzlich fixiert werden. Aber jetzt kommen wir zum wahren Geniestreich der Kosmetikindustrie. I love it. Finishing Powder heißt das per Definition. Das heißt, wenn ihr danach sucht, werdet ihr das unter dem Begriff Finishing Powder auch finden. Das hier sind tatsächlich meine drei liebsten Finishing Powders. Also nach dem hier bin ich wirklich süchtig. Habe ich euch auch in den Beschreibungen verlinkt. Das ist ein Puder, der sieht erstmal weiß aus. Der wird aber auf der Haut komplett unsichtbar. Wirklich, also man sieht ihn einfach überhaupt nicht. Wenn ihr den auf euer normales Gesicht, aber ungeschminktes Gesicht gebt, dann verschmilzt er sofort mit eurer Haut. Wenn ihr ihn auf die Foundation gebt, er verschmilzt sofort. Der ist lichtdurchlässig, das heißt, er wird komplett unsichtbar. Aber er hat durch seine Beschaffenheit und durch seine Zusammensetzung nicht nur den Job abzumattieren, sondern, und ich hoffe, ihr sitzt und ihr habt den Drink fest in der Hand, weil, jetzt kommt es nämlich, der verfeinert Poren optisch und verfeinert Fältchen. Das heißt, gerade wenn ihr um die Augen abpudert, ich verstehe einfach nicht, warum in jedem YouTube-Video immer da Setting Powder drunter gemacht wird, wo ich mir denke so, ja, also wenn ich mal wissen will, wie ich aussehe mit 504, dann kann ich mir auch Setting Powder um die Augen auftragen. Aber ich möchte ja nochmal mich erinnern, wie ich mit Ende 2 aussah. Und dafür ist eben dieser Finishing Powder, weil der so einen Blurring-Effekt hat. Das heißt, der ist im Prinzip ein bisschen So ein optischer Filter. Es sieht einfach alles ein bisschen schöner aus, ein bisschen samtiger. Es kriegt alles so eine perfektere Textur. Und dann denke ich mir so, Setting Powder, huh? Also da möchte ich natürlich irgendwie mit einem Finishing Powder arbeiten. Und da habe ich auch wieder die Wahl zwischen einem gepressten oder einem losen. Guess what? Die Mutti arbeitet natürlich am liebsten mit einem losen. Es sei denn, es geht um die Augen, weil da habe ich nämlich tatsächlich gerne diesen gepressten hier. Das hält halt auch 340 Jahre, braucht ihr immer nur ganz wenig. Teilweise nehme ich den auch um die Nase rum. Und da ist es aber ganz, 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 ganz entscheidend, wie den Auftrag. Da würde ich euch immer empfehlen, nicht einen Beautyblender, keinen Pinsel. Am besten nehmt ihr einen sogenannten, es ist eigentlich ein Cushion Puff. Die sind von der Oberfläche ein bisschen
Also die sind nicht haarig, da ist keine wirkliche Struktur, die sind eigentlich ganz, ganz glatt und sind aus so einem Schaummaterial. Und damit geht ihr auch wieder in den Puder, nehmt den so ein bisschen rollend auf, könnt ihn einmal an eurem Handrücken auch wieder mit diesem Puff, verbinden und dann drückt ihr den wirklich auf euer Make-up. In die Pore rein, in die Falte rein, alles weg, was keine Miete zahlt. Und dann seht ihr auf einmal eben dieses, ja, dieses Geblurrte, so als hätte man einmal da so einen kleinen Filter drüber gehauen. Und es ist tatsächlich ein Game Changer. Und er mattiert und dieser Freund hier macht auch noch wirklich was. Das heißt, er macht das Make-up haltbarer. Das macht nämlich der Setting Powder nicht immer. Setting Powder ist oft wirklich nur zum Abmattieren. Also haben wir hier dieses alles in einem Produkt. Mattierung, Perfektionierung, Fixierung. Ist schon fast ein Werbespot, oder? Ihr habt es vielleicht schon gemerkt, Grande Amore. Also ich liebe wirklich Finishing Powder sehr. Ich finde, das ist ein ganz, ganz großer Schritt nach vorne. Es gibt eine Sache, da müsst ihr vorsichtig sein. Der Finishing Powder kommt wirklich immer ganz zum Schluss. Das heißt, nehmt den nicht als Zwischenschritt, weil der ist tatsächlich auch wasserfest. Das heißt, also wenn ihr euer Make-up damit fixiert, dann kann dem Make-up auch nicht mehr viel passieren, selbst wenn ihr mal irgendwo in den Regen kommt oder wenn ihr schwitzt oder sonst irgendwas passiert. Das Make-up ist sehr stark stabilisiert. Ihr könnt einen Finishing Powder auch immer daran erkennen, dass ihr ein bisschen was davon auf eine Wasseroberfläche gebt, der schwimmt einfach oben, weil er so resistent ist. Der lässt sich halt auch vom Wasser nicht beeindrucken. Aber bitte, wenn ihr einen Eyeshadow Primer auftragt und dann als Zwischenschritt einen Finishing Powder drauf gebt, dann sagt der Lidschatten danach, it's not gonna happen. Mit dem verbinde ich mich nicht mehr, weil der Finishing Powder eben wirklich, der ist im Prinzip das Amen in der Kirche, der kommt ganz zum Schluss und damit ist dann auch das der Punkt am Ende vom Satz. Danach kommt dann eben auch kein Prädikat mehr um die Ecke und will sich dann noch irgendwo reinquetschen. Damit ist es dann wirklich getan. Wenn ihr allerdings euer Make-up komplett aufgebaut habt und damit noch einmal drüber geht, verspreche ich euch, it's a Game Changer. Könnt ihr sogar über Rouge, über Highlighter, über alles geben. Ihr werdet sehen, wie es dann noch schöner aussieht, weil es eben von innen nach außen strahlt. Also wäre tatsächlich für mich ausnahmsweise ein absolutes Must-Have-Produkt, so ein Finishing-Puder im Schrank zu haben. Es ist ein offenes Geheimnis, dass es natürlich nicht nur Fixing Powder und Finishing Powder gibt, sondern es gibt ja auch Setting Spray und Fixing Spray. What? Wo sind denn da jetzt wieder die Unterschiede? Auch da gibt es tatsächlich per Definition Unterschiede. Es macht wirklich keinen Sinn, ein Setting Spray zu verwenden, wenn ihr euer Make-up fixieren wollt. Ihr braucht ein Fixing Spray. Jetzt hat aber die Beauty-Industrie da irgendwie auch die Definition nicht so ganz so richtig gelesen. Und ganz oft sind Fixing Sprays als Setting Sprays ausgezeichnet. Und jetzt ist ja die Verwirrung komplett. Und ich würde sagen, weil wir jetzt hier schon 4,5 Stunden zugange sind, machen wir es folgendermaßen. Wenn euch das interessiert, wo liegt der Unterschied zwischen Setting und Fixing Spray, schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich wäre bereit. Es gibt nämlich hier wirklich Fixing Sprays, die frittieren euch das Make-up bis auf den sozusagen Knochen, verheiraten die das Make-up mit eurer Haut. Danach knuspert man zwar ein bisschen, wenn man lacht, aber es hält auf jeden Fall. Es gibt wasserfest, es gibt mit Glanz, es gibt ohne Glanz. Wo die Unterschiede liegen, erkläre ich euch gerne, wenn ihr es euch wünscht. Also let me know, dann können wir zusammen knuspern und sprayen. Also ich bin ja immer traurig, wenn unsere Zeit zu Ende ist. Ich finde es ja wirklich immer sehr, sehr schön mit euch. Besonders wenn wir uns immer zur Premiere sehen und dann schreiben, da fühle ich mich euch sehr, sehr nah. Ich danke euch von Herzen für all eure Unterstützung. Ich danke euch für die Zeit, die wir hier zusammen verbringen. Ich danke euch wirklich für euch. Ihr seid literally das Beste, was mir je passiert ist. Ich liebe euch von Herzen. Ich wünsche euch eine ganz schöne Zeit und hoffe, dass wir uns nächste Woche wiedersehen, wenn es dann vielleicht heißt, was ist ein Setting Spray und was ist ein Fixing Spray? Ihr entscheidet. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Meine Mutter hat immer gesagt, das ist zum Mäusemelken mit dir. Lass dir gesagt sein, es haben schon Generationen von Menschen versucht, mir das künstlerische Chaos auszutreiben.